bedanke mich dann auch nochmal für die herzliche Begrüßung. Sehr geehrter Herr Packmann, sehr geehrter Herr Bürgermeister Tiede, sehr geehrter Herr Hissler, sehr geehrte Damen und Herren. Also die Übergabe eines Förderbescheids ist ja nun wirklich immer eine schöne Angelegenheit für Überbringer und für Empfänger, denke ich. Und auch an einem Freitagnachmittag, denke ich, ist das eine schöne Gelegenheit. Und das mit dem Geld zu fördernde Objekt, das historische Schaufelraddampfer, der historische Schaufelraddampfer Kaiser Wilhelm, das, denke ich, berechtigt dann auch nochmal dazu zu sagen, dass es wirklich eine schöne Gelegenheit ist und dass wir auch dann in netter Runde und in schöner Runde zusammensitzen können. Denn trotz seiner Flussturns ist der Kaiser Wilhelm ja fest an die Stadt Lauenburg gebunden und als Ausstellungsstück des Städtischen Museums mit angestammtem Liegeplatz ist er auch ein städtebaulicher Fixpunkt, zusammen mit der Kirche und mit der Unterstadt. Und ich kann ja sagen, es ist ja nun nicht das erste Mal, dass ich hier in Lauenburg bin und von daher habe ich schon ein gutes Bild davon, wie diese Stadt aussieht und wie wichtig die Stadt Lauenburg für uns und für unser kulturelles Erbe ist. Bei dem Schaufelraddampfer Kaiser Wilhelm handelt es sich um das größte Exponat des Schifffahrtsmuseums und um ein technisches Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung zugleich. Es gibt, habe ich mir sagen lassen, nur wenige schwimmende Kulturdenkmale, die dann auch in unser Denkmalbuch eingetragen sind. Ich habe so eine kleine Liste dieser technischen Kulturdenkmale und da ich aus Flensburg komme, fange ich mit der Alexandra an, das Dampfschiff Alexandra, aber dazu gehört auch das Passagiermotorschiff Stadt Kiel oder das Expeditionsschiff Feuerland in Büsum, Tonnenleger Bussard und der Segelzollkreuzer Rigmor in Glückstadt. Jetzt wissen Sie das. Das sind diejenigen, die dann für uns als technische Denkmale von besonderer Bedeutung sind und auch alle einzigartig sind. Unter Schutzstellung soll der Raddampfer in seiner alten Machart und seinem Erscheinungsbild erhalten bleiben. Alles Neue, was an Technik und Sicherheitsausrüstung hinzukommt, soll sich diesem Bild einfügen. Die denkmalgeschützte Substanz des Schiffes soll also nach Möglichkeit repariert und nicht ausgetauscht werden. Wir wollen keinen neuwertigen Zustand dieses Schiffes. Wir wollen, dass die Beulen und die Farbschichten weiterhin zu sehen sind, denn das ist ja dadurch haben wir den Zeugniswert des Raddampfers. Natürlich kostet das alles eine Menge Geld. Aber ich finde, dieses Geld ist für die Bürgerinnen und Bürger, für die Stadt Lauenburg verständlich angelegt. Und zugleich ist der Auftrag für die Hitzler Werft für mich auch eine Investition in die regionale Wirtschaft. Und ich glaube, dadurch wird einmal mehr deutlich, dass Denkmalschutz auch immer wieder Wirtschaftsförderung ist. Grundlage für einen denkmalpflegerischen Maßnahmenkatalog sind die Gutachten der Werft, das Restaurierungsgutachten für die Behandlung des Innenraums und die Farbigkeit des Schiffaufbaus, wie auch der Bericht der Prüfingenieure. Es hat also eine ganze Reihe von Gutachten gegeben. Doch es bleibt also dann Aufgabe des Fördervereins als wahrer Hüter des Denkmals, daraus dann auch sinnvolle Abschnitte für ein langes Leben des Kaiser Wilhelm zu bilden. Meine Damen und Herren, die Stadt Lauenburg ist über Jahrhunderte durch die Schifffahrt auf der Elbe geprägt worden. Die Lauenburger haben den Wandel und diese Geschichte ihrer Stadt, finde ich, in beeindruckender Weise in ihrem Schifffahrtmuseum dokumentiert. Und ich hatte ja die Freude, auch mit einem Förderbescheid dann dort hinzukommen und mir die neue Ausstellung und die Konzeption der neuen Ausstellung zeigen zu lassen. Ich war sehr beeindruckt und ich freue mich dann, jetzt heute wird das nicht klappen können, aber ich drohe schon mal an, dass ich wiederkomme und dann wird auch die neue Ausstellung detailliert anschauen werde. Der Raddampfer verkörpert also dann diese Identität der Stadt Lauenburg. Er verkörpert Technik, Schifffahrts- und Flussgeschichte zum Anfassen,
wie das Leben eben in dieser Stadt in einer anderen Epoche und in einer anderen Zeit seinen Tageslauf genommen hat. Ich freue mich daher sehr, dass sich so viele Lauenburger mit vereinten Kräften darum bemühen, dieses mehr als 100 Jahre alte Schiff voll funktionsfähig und damit in Fahrt zu halten. Und ebenso glücklich bin ich, dass wir heute dann auch, dass ich heute dann Sanierungsmittel in Höhe von 400.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm 4 des Bundes Ihnen überreichen kann, dass wir diese Mittel nach Schleswig-Holstein haben holen können. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Der Bund engagiert sich für den Denkmalschutz und sieht eben im Erhalt der Kulturdenkmale, der Denkmäler eine große nationale Aufgabe. Übergaben, meine Damen und Herren, verlaufen ja üblicherweise immer nach dem bekannten Motto, tue Gutes und rede drüber. Und ich tue hoffentlich gleich Gutes und rede auch drüber. Ich möchte mich mit Blick auf den Kaiser Wilhelm ausdrücklich beim Bundestagsabgeordneten Norbert Brackmann bedanken. Lieber Herr Brackmann, Sie haben sich mit Ihrem Engagement um den alten Kaiser maßgeblich für die Finanzierung aus Bundesmitteln eingesetzt. Und ich sage ganz deutlich, ohne Ihren Einsatz wäre dieses alles nicht möglich gewesen. Sie haben damit viel für das kulturelle Erbe Schleswig-Holsteins erreicht und dafür danke ich Ihnen auch im Namen des Ministerpräsidenten sehr herzlich. Meine Damen und Herren, der alte Gassenhauer, wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben, erhält mit der Sanierung dieses Schiffes, denke ich, eine reale Bedeutung. Der Schaufelraddampfer symbolisiert, was sich alle Menschen bewahren wollen, Heimat und Identität. Auf dieses Denkmal dürfen die Lauenburger zu Recht stolz sein. Denn nur wer seine Wurzeln und seine eigene Geschichte kennt, kann sich auf den Weg machen, die Welt zu entdecken. Dann darf es auch gerne mit einem modernen Schiff sein. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal für